Wir alle nutzen natürlich auch Essen, um negative Gedanken und auch Emotionen zu unterdrücken. Denn wenn du mal ehrlich bist, wenn du gerade so ängstliche Gefühle in dir hast und ängstliche Gedanken, die ja meistens immer in der Zukunft liegen, so was ist wenn? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich dafür nicht gut genug bin? Was ist, wenn ich scheitere? Das alles löst in dir natürlich auch Angst aus und das ist super unangenehm und du versuchst es natürlich zu unterdrücken, weil du es in dem Moment nicht fühlen möchtest. Und du möchtest dich natürlich auch nicht mit diesen Gedanken beschäftigen. Und so kompensierst du natürlich auch mit Essen genau diese Empfindungen. Mal ganz ehrlich, jeder von uns hat jeden Tag negative Gedanken und auch negative Emotionen. Jeder denkt am Tag irgendwie mal, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das und hoffentlich werde ich dem gerecht und was mache ich hier und was mache ich da. Wir denken tausende von Gedanken jeden Tag und der überwiegende Teil davon ist negativ. Wir kompensieren es dann natürlich auch durch die verschiedensten Art und Weisen, und hier in diesem Thema natürlich auch über das Essen.